Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix, hier bei eurem Tritaldo. Seit der letzten Episode habe ich die Waisenform ausgelevelt, wie ich es gesagt habe, die ist jetzt auf Level 4. Und wir haben dafür erstmal kleine wenige neue Abilities gelernt, unter anderem MP Hast. Das rüsten wir auch direkt aus, ist nämlich sehr, sehr nützlich. Und wir haben damit den Sprint auf Level 3 und den Sprint auf Level Max für Sora. Damit können wir schon relativ weit uns fortbewegen. Mal guckt euch das an, wenn wir hier uns hinstellen und dann mal auf die andere Seite rüber dash, können wir sogar in Donald reinfliegen und werden trotzdem nicht unterbrochen. Also das ist super für den Anfang. Ich habe mir auch überlegt, wie wir jetzt erstmal vorgehen für die heutige Folge, und ich habe mir gedacht, ich werde ein kleines bisschen mit euch in die Feinheiten von Formenleveln übergehen. Und das erste, was ich dafür machen möchte, ist erstmal die Sterntreue bei Sora ausrüsten. Diese Waffe bietet euch eigentlich die beste Möglichkeit, eure Form zu leveln, denn damit haben wir einfach Formboost und können dadurch natürlich auch länger in den Formen bleiben. Wie gesagt, erstmal, da hatten wir eh schon drüber geredet, die Waisenform hier am einfachsten. Mit Hilfe von Feuger könnt ihr hier dann einfach in der Waisenform den Gegnern hier gewaltig einheizen, das mögen die gar nicht. Das ist dann schnell vorbei. Und das solltet ihr, wie gesagt, unbedingt machen, bevor ihr weitergeht in dieser Welt hier. Denn ansonsten werden hier die Herzlosen verschwinden und dann habt ihr eure Chance vertan und danach wird es deutlich schwerer, eure Waisenform zu leveln. Eine Möglichkeit, die ihr tun könnt oder die ihr nutzen könnt, falls ihr das schon gemacht habt, ist den Fluss der Nostalgie als Levelquelle zu benutzen. Denn dort könnt ihr auch noch relativ schwache Herzlose per Feuermagie ausschalten, um dann so eure Form weiter zu leveln. Als nächstes würde ich sagen, wir kümmern uns um die nächste Form, die für mich wichtig ist zum Leveln. Dafür müssen wir ins weiße Zimmer des Herrenhauses. Darum ist es echt vom Vorteil, wenn ihr auch wirklich hierher gegangen seid. Wichtig ist hier, was von Interesse wäre, was wir leider im Moment noch nicht haben, was ich ein bisschen schade finde, denn normalerweise, wenn ich mit dem Schwert levele, habe ich die Ability zu der Zeit. Es geht allerdings auch ohne. Ist für die Meisterform, wollt ihr die süße Nostalgie mit dem Drive-Converter verwenden. Süße Nostalgie in Kombination mit der Drive-Converter-Ability, die ihr auch erlernen könnt, die ich jetzt aber, wie gesagt, leider nicht habe, reicht aus, um eure Meisterform zu leveln. Aber ich bin im falschen Raum. Das war jetzt nicht so klug. Wir müssen in den Turm. Besagter Turm hier ist der beste Weg. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, die Gegner nach oben auch einfach killen. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Ist jetzt nicht so wichtig. Der hier ist auch unwichtig. Eigentlich könnte ich sie schon killen. Es geht so leicht. Und dann haben wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte und Kills gesammelt. Und Kills sammeln merken wir uns auch für später. Jetzt werden wir hier uns in die Meisterform verwandeln. Was ich aber machen möchte ist, statt der Sterntreue werden wir hier noch den Kugelboost der Wunderklinge aktivieren. Dadurch kriegen wir noch ein bisschen mehr Kugeln. Denn was ich hier gleichzeitig machen werde mit den Erfahrungspunkten für die Meisterform, die jetzt leider nicht ganz so gigantisch ausfallen, sind auch noch ein bisschen Kohle absahen. Es wundert mich jetzt, dass ich hier getroffen wurde, aber das soll mich jetzt nicht aufhalten. Dann sammeln wir hier nicht nur die Erfahrungspunkte, sondern eben auch die Taler ein und kriegen doch 400 Taler. Das kann sich dann immer noch sehen lassen. Und damit sollten wir eigentlich relativ schnell auch schon unsere Form gelevelt haben. Ihr seht, eine Formleiste, ein Luftkombo. Wichtig ist auch noch, hier habt ihr auch die Möglichkeit, eine Waffe abzusahen. Okay. Da ist mir das Minispiel näher aufgetaucht. Da ist auch die Waffe, wunderbar. Damit haben wir auch Goofys Niemandswache abgesahnt. Ich werde jetzt hier fertig leveln, weil normalerweise, ich möchte dafür nicht unbedingt wiederkommen. Sondern wir können das jetzt auch hier machen und es geht ja doch relativ schnell, wie ihr sehen könnt. Und ihr seht, dadurch, dass wir halt so viel absahen an Drive-Kugeln, laufen die auch nicht wirklich Gefahr, uns zurückzuverwandeln. Dementsprechend gibt es auch noch ein paar Splitters und
Damit sollten wir unseren Level eigentlich bald mal zusammen haben. Na komm. Die müssen natürlich auch mitspielen, das ist klar. Wenn die das nicht wollen, dann haben wir ein leichtes Problem. Na komm schon. Dem wollen wir natürlich ausweichen. Ich will den nämlich auch nicht auf die anderen zurückparieren. Könnte nämlich dazu führen, dass ich dann einen der Jungs kille. Und das ist halt... Oh shit. Rot ist dann schon gefährlich. Ihr seht, der Hintergrund wechselt die Farbe. Rot bedeutet... Denn die Sache ist die, ihr habt das ja schon mal gesehen, wenn ihr das Minispiel versaut. Dann... Ja, dann habt ihr ein Problem. Wenn ihr das Minispiel versaut, kriegt ihr... Werdet ihr in eine Karte oder in einen Würfel verwandelt. Und damit haben wir jetzt auch unsere Meisterform gelevelt. Ihr seht, Luftsprung Level Max. Und bei Sora haben wir Luftsprung Level 3. Plus das zweite Luftkombo plus. Damit können wir jetzt dann doch schon ziemlich weit nach oben springen. Wie ihr sehen könnt. Dann würde ich auch sagen, wir klauen erstmal die süße Nostalgie, denn die hätte ich gerne nochmal für später und packen wir hier unsere Donnerrose wieder rein. Ist wie gesagt eins meiner Lieblingsschlüsselschwerter für die Meisterform. Und die Niemandswache für Goofy, welche das erste Mal besser wäre sogar als die Akasha-Chronik. Wie ihr sehen könnt, wir haben ein bisschen mehr Stärke und Esprit stellt auch MP wieder her, genauso wie MP Hast. Ich werde die sogar benutzen. Können wir auf jeden Fall schon mal... Na komm! Das war eigentlich so nicht gewollt. Da ist dann auch ganz schnell vorbei. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen und verlassen den Turm. Und widmen uns der nächsten Form. Was ich euch... Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, aber... Unsere nächste Form werden wir hier in der Wunderhöhle leveln. Und zwar haben wir hier für beides die Wunder... Also für beides die Heldenform und die... Limitform, die beste Möglichkeit einfach hier. Hier möchte ich dann direkt wieder die süße Nostalgie ausrüsten. Und gleichzeitig den guten Sora, wir packen mal ein paar MP-Ringe drauf, einfach nur, das sollte eigentlich schon ausreichen. Einfach nur damit die AP-Ringe meine ich natürlich, damit sich Sora nicht, damit ich keine Abilities ablegen muss, denn mein Ziel ist es natürlich auch, Soras Angriffskraft zu schwächen. Und dann eben... ich sollte am besten noch Soras Combo-Plusse anlegen. Und ihr seht, wir machen eigentlich schon relativ brauchbaren Schaden bei besagten Pilzi hier. Aber wenn wir unsere Werte weit genug schwächen, dann können wir ihn schlagen, ohne ihn instant zu killen. Und dann könnt ihr immer noch relativ gut leveln. Ich werde jetzt einen Zyklus zu Ende bringen. Denn wichtig ist auch hier, selbst wenn wir uns in der Form zurückverwandeln, können wir immer noch unsere übrigen Greifleisten benutzen, um uns dann noch einmal in eine Form zu verwandeln. Ich habe übrigens auch mal auf meinem Kanal ein Drive-Level-Tutorial gemacht, wo es hauptsächlich um genau diese Sachen ging. Das kann ich auch verlinken, aber ich habe mir gedacht, zeige es jetzt einfach auch nochmal im Let's Play selber. Denn vor allem eine Form ist mir besonders wichtig, dass ich die euch noch ein bisschen näher bringe. Denn was nervig zum Leveln ist, ist einfach die Überform. Und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Dann machen wir nochmal einen Zyklus mit der Limitform. Ich denke, ihr erinnert euch an die Methode.
Aber einfach nur nochmal zur Auffrischung. Das war nicht unbedingt, was ich wollte, aber eigentlich wollt ihr die Limit-Klatsche benutzen. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe mit den Shortcuts auf den Tasten zu tun, dass ich das falsche Limit eingesetzt habe. Aber das soll euch nicht davon abhalten, das hier zu genießen. Und ihr seht, das ist das eigentliche Prinzip. Ich glaube es schon einmal erwähnt zu haben, aber nichtsdestotrotz ist es mir lieber. Ich habe es noch einmal hier im Part für die Leute, die es wirklich interessiert. Und dann war es dann auch. Ich werde es jetzt gut sein lassen. Ich werde das nämlich auch offscreen zu Ende bringen. Zumindest für manche Sachen. Denn zuletzt wollt ihr ins Computerzimmer. Hier können wir jetzt unsere Überform leveln. Dafür will ich jetzt natürlich auch erstmal meine ganzen Equipment-Sachen wieder ausrüsten. Wir beginnen mit Cosmo, Stern, Mond und Vollblüte. Das ist eigentlich ein gutes Setup für den Anfang, weil Besseres haben wir im Moment eh nicht in Sachen Status-Bonus. Und der Bonus auf Magie ist hier ganz nützlich. Ihr wollt die Sterntreue als Hauptschlüsselschwert und wir benutzen die Flammfesseln auf der Überform. Das ist eins der besten Schlüsselschwerter für die Überform im Allgemeinen. Und um besagte Überform zu leveln, lassen wir die Gegner hier erstmal stehen. Die Sache ist nämlich die, kann ich euch auch gerne hier zeigen, Überform wird gelevelt durch das Vernichten von niemanden. Das heißt, für jeden einzelnen erledigten Niemand kriegen wir Erfahrungspunkte. Der einfachste Trick ist hier, die Gegner mit Feuer auszuschalten. Wie ihr sehen könnt, brennt sich das durch die Gegner wie nichts Gutes. Und dadurch können wir hier schon relativ gut einiges erledigen. Ich kann euch empfehlen, ein wenig vorsichtig zu bleiben. Ich würde nicht in den nächsten Raum gehen. Wir haben jetzt auch schon einen Level-Up bekommen. Und mit jedem weiteren Level-Up könnt ihr auch ein bisschen mehr in den Räumen hier erledigen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit... Ich würde euch trotzdem raten, mit dem Raum hier anzufangen jedes Mal. Dann brennen wir uns hier mal durch. Da mal durch. Da mal durch. Und ihr seht, das geht echt wunderbar. Und dadurch bekommt ihr dann halt eure Erfahrungspunkte. Zu einem späteren Zeitpunkt würde ich dann auch ein anderes Schlüsselschwert und nicht ein anderes Schlüsselschwert, aber anderes Setup empfehlen. Auch hier können wir wieder schön mitnehmen. Bloß nicht. Also ihr seht, es wird ein bisschen knapp, aber es geht. Und na, das war der falsche Raum. Zum Glück sind die Ladezeiten auf der PS4-Version nicht so ewig. Dann geht das nämlich. Vielleicht ist es gar nicht mal so eine blöde Idee hier schon dran zu gehen. Ihr seht, wir kriegen unsere Gleiterfähigkeit für Sora. Da ist der Drive-Converter natürlich. Warum auch nicht? Warum kriege ich den auch nicht, als ich ihn gebraucht hätte, ne? Der wäre natürlich noch besser gewesen für die für die Meisterform. Ich habe nicht mehr so viel. Ich hätte nämlich lieber die da oben. Jetzt muss ich aber leider raus. Es war nicht klug. Gut, ich weiß es jetzt gerade gar nicht von der Zeit her. Also jetzt nicht von der Partlänge, sondern ich würde sagen, ein Level machen wir noch mit Überform hier. Das geht hier schon relativ gut. Ja, ich denke, ein Level noch, dann können wir in einen anderen Ort gehen.
Das Gute ist natürlich auch, ihr sammelt hier ein paar Duktilmaterialien und so, die sind natürlich auch immer gerne gesehen. Sehr schön, und dann noch einmal die Jungs hier. Und dann weg hier. Was sagt denn der Statuswert für die Überform? Eine Runde machen wir noch. Dann sind wir nämlich hier fertig. Ihr könnt sehen, also ihr seht schon, die Masse an niemanden ist nicht zu gigantisch. Ich gehe auch direkt hier raus. Das sollte nämlich ausreichend sein. Das habe ich mir gedacht, das reicht noch nicht. Auch noch nicht, waren noch ein paar mehr. Wunderbar, da haben wir den nächsten Formboost. Bevor wir die Welt verlassen, ein bisschen Zeit habe ich noch, also in der Form, dann können wir das hier mal zu Ende bringen. Denn ab jetzt würde ich mal... Ja, okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen, dass wir uns nicht zurückverwandeln. Aber es sollte sich eigentlich so im Großen und Ganzen ausgehen. Denn ab jetzt kann ich euch eine bessere Route empfehlen. Hier ist der Trick. Wir gehen hier zum Treppenaufgang und kämpfen uns dann den Turm nach oben. Erstens haben wir ein paar neue Abilities bekommen. Über die Überform besseren Gleiter. Auch die Auto-Überform und natürlich Gleiter selber. Und unseren ersten Formboost. Was ihr jetzt natürlich mit der Hilfe von Formboost machen könnt, ist erstmal, könnt ihr ein anderes Schlüsselschwert benutzen, statt dem hier, da ihr das im Endeffekt ausgleicht. Allerdings habt ihr auch den Vorteil, dass ihr noch länger in der Überform bleiben könnt. Was ich euch empfehlen würde an dieser Stelle, ist zum schnelleren Leveln das das Möwenflügel-Schlüsselschwert zu benutzen und euch dann hier von den Jungs ein bisschen verprügeln lassen. Unter die Hälfte, um genau zu sein. Es dauert zwar mal ein klein bisschen, aber zeitlich geht sich das gut aus. Na, kommt schon. Wenn sie mitspielen wollen. Und dann die nicht. Wir waren nämlich irgendwo noch den da, den wollte ich haben. Der bietet sich dann eher an. Wunderbar. Denn jetzt kriegt ihr hier Unmengen an Erfahrungspunkten. Wenn ihr Trotzkopf und Dickschädel habt, dann könnt ihr deren Angriffe auch überleben. Ansonsten, das Gute ist, wenn ihr eine Potion benutzt, werden eure HP so weit zurückgestellt, dass ihr nicht mehr in dem nervigen Modus seid, aber ihr immer noch die dreifache Erfahrung bekommt. Also ihr seht, wir kriegen hier Unmengen an Erfahrungspunkten. Und das macht es uns sehr einfach, hier die Gegner zu erledigen. Für vernünftige EP. Und dann solltet ihr allerdings, so wie ich das jetzt gerade habe, gucken, dass ihr dann auch schnell, so schnell wie möglich hier rauskommt. Und könnt dann so hier am besten leveln. Wobei ich gerade mal ausprobieren möchte, ob es nicht schneller ist, wenn ihr von oben nach unten geht. Denn hier oben sind gefährlichere Gegner. Dadurch ist es leichter, runtergeschwächt zu werden. Wunderbar. Mehr brauchen wir nämlich schon nicht. Wie Sie sehen können, geht das dann dadurch relativ schnell. Und ihr kriegt jetzt halt hier echt Unmengen an Erfahrungspunkten und könnt hier halt schnell leveln, ne? Also das ist ein Vorteil. Durch das Benutzen von eure MP werden auch immer wieder regelmäßig
wiederhergestellt. Und wenn ihr Magnet benutzt, so wie ich das hier gerade gemacht habe, dann kriegt ihr sogar... Dann müsst ihr auch keine Äther oder sonst irgendwas benutzen. Okay. Das war jetzt natürlich nicht gewollt. Passiert. Aber dafür habt ihr den einen oder anderen Driver. Oder ich hatte euch den Trick schon ein paar Mal gezeigt. Funktioniert auch wunderbar. Und damit werde ich dann auch die Episode beenden. Und zwar könnt ihr jederzeit eure Drive-Leisten wiederherstellen lassen, indem ihr den Cerberus Cup startet. Und diesen dann in der Form beendet. Denn damit sind eure MP, eure Drives wieder voll. Damit werde ich auch hier beenden und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier wieder, wenn wir weiterspielen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an der Folge, auch wenn wir heute sehr viel gegrindet haben und ich euch das gezeigt habe. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt bis zum nächsten Mal das alles komplett zu Ende grinde. Ich denke mal nicht. Ich denke, wir werden uns beim nächsten Mal wieder mehr um die Story kümmern und das Grinden werde ich dann zu einem anderen Zeitpunkt offscreen machen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, ciao Leute. Euer Trini.